Die Freiwillige Feuerwehr Sinkwitz probte am Donnerstagabend den Ernstfall. Dazu rückte man mit allen drei Einsatzfahrzeugen an den Steinbruchweg in Sinkwitz aus. Angenommen wurde ein Waldbrand am Spreeufer. Über die Tragkraftspritze des TSFW wurde eine Wasserentnahme über ein offenes Gewässer eingeleitet. Mit mehreren Sauglängen förderte man das Löschwasser, bis vom Gruppenführer der Befehl Wassermarsch erfolgte. Anschließend löschte man über drei C-Rohre den angenommenen Brand.